Einen wunderschönen guten Tag bei Mystica TV. Heute habe ich einen Menschen zu Gast, eine wunderbare Frau, die ich schon lange kenne und die sehr, sehr vielseitig ist in ihren spirituellen Fähigkeiten und Wahrnehmungen und Qualitäten. So bunt wie mein Hemd. Und diejenige ist die liebe Shan Ruland. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Mystica sein kann. Und ich möchte auch gern die Zuschauer begrüßen. Ja, ich freue mich über unser Gespräch und über das hier sein. Wunderbar. Und ich bin auch sehr gespannt und das Ganze geht jetzt los. Ja, willkommen und willkommen nochmal, liebe Shan. Ja, ich habe dich angekündigt als ein Mensch mit vielen Fähigkeiten. Ich kenne dich schon länger. Du hast viele Bücher geschrieben über ganz unterschiedliche Themen. Engel, Schutzengel, Geistführer, Mutter Erde, die Natur, Naturwesen, heilige Geometrie. Also ein so breites Spektrum. Und du bist auch viel in der Welt unterwegs, kannst viel erzählen, was international so abgeht in der spirituellen Welt, aber auch in der geistigen Welt. Und es wird auch ein ganz offenes Gespräch sein, weil wir gar nicht wissen, wo wir anfangen und wo wir aufhören. Aber ich bin sicher, dass es ein wunderschöner Bogen wird, weil du sehr viel Tolles zu erzählen hast. Und was natürlich immer am Anfang eines solchen Gespräches spannend ist, wie begann denn dieser dein Weg? Als Kind, hattest du als Kind schon eine Verbindung zum lieben Gott oder wie ist das passiert? Als Kind hatte ich wahrscheinlich immer schon den Bezug zum Paradies und den habe ich mir immer im Herzen bewahrt. Ich habe schon sehr früh die Engel gesehen und die geistige Welt. Kinder haben ja die Fähigkeiten, bekanntlich haben wir sie alle. Und ich habe viel Engel gemalt und ich war immer gerne in der Natur unterwegs. Und das hat mich immer aufgeladen und mir Kraft gegeben und Kraft geschenkt. Und als Kind der 60er bin ich auch antiautoritär erzogen. Ich hatte nicht sonderlich viele Regeln, was natürlich auch viel dazu beigetragen hat, ein Stück weit angstfrei aufwachsen zu können mit der Natur, mhm, ja, und auch draußen sein zu können, sich bewegen zu können, was natürlich später auch günstig war für das Fliegen und Reisen in andere Länder, weil ich so dieses ungebrochene Verhältnis habe zur Natur, zur Mutter Erde und auch zu dem Leben, mhm, an sich. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich viele Ausbildungen gemacht. Ich habe mir viel angeschaut, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich war in vielen heiligen Plätzen, ich habe viele Heilige getroffen, war viel auch in Indien unterwegs und das hat natürlich mein Werden geprägt. Und für mich sind die Säulen dieser Erde, auch die Friedenssäulen dieser Erde, die Heiligen weltweit. Und ich habe festgestellt, in jeder Kultur gibt es heilige Männer und Frauen. Mhm. Und wenn wir uns das Wort heilig betrachten, in dem Wort heilig steckt Heile. Und heilig bedeutet, mit den Sphären des Göttlichen verbunden zu sein, immerzu und dadurch eben auch das Licht aus den höheren Ebenen hier auf der Erde zu kanalisieren. Und im Prinzip sind die heiligen Männer und Frauen die Friedenssäulen der neuen Zeit. Und mit denen können wir alle auch Kontakt aufnehmen? Wir haben selber in uns, mhm, das möchte ich erstmal sagen. Alles, was die Menschen an Potenzial entwickeln, hat jeder Mensch in sich. Ja, und jeder hat dieses eine Wesen in sich. Ich möchte mal so ein Beispiel geben. Wenn jeder eine Kerze für sich anzünden würde und jeder würde eine Kerze mitbringen, der eine hätte eine große Kerze, der andere ein kleines Lichtlein und wir würden diese Kerzen alle aufstellen und wir würden sie entzünden, dann würde aber in jeder Kerze das gleiche Licht im Herzen brennen. Mhm, mh. Und so ungefähr ist das, dass in jedem Herzen dieses eine Licht leuchtet. Und wenn wir lernen, mehr auf das Licht zu schauen im Herzen, dann entsteht eine neue Gemeinschaft und nicht so sehr auf die äußere Form. Weil die, mhm, äußere Form wandelt sich, die hat einen Anfang und ein Ende. Aber es gibt was in uns, das ist aus diesem ewig lebendigen Licht geschrieben und gemacht. Und das ist in allen wirksam. Das ist ein schönes Symbol, weil, ja, genau, also jeder ist dieses Licht, aber jeder strahlt vielleicht auch besondere Farben aus, jeder ist ein eigenes göttliches Licht und eine ganz individuelle Botschaft des Göttlichen oder so. Ja, jeder hat so seinen ganz einzigartigen Impuls und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil wir haben alle ganz besondere Lichtkodierungen in uns.
Und wenn wir uns anfangen, selber zu entwickeln, Lichtkodierung bedeutet, dass jeder andere Talente, andere Fähigkeiten mitgebracht hat hierher, jeder eine andere, ein anderes Imprint hat. Wenn wir zum Beispiel die Meisterrieger schauen, ja, ein Saint-Germain ist was anderes wie ein Jesus Christus oder Mutter Maria oder Kuan Yin, sie haben alle einzigartige Qualitäten. Ja, sie sind im Göttlichen erwacht, aber in ihrer Einzigartigkeit. Mhm. Und so geht es auch darum, dass wir unsere Einzigartigkeit vollständig annehmen. Ja, weil gerade sie ist das, die uns führen wird und auch in der neuen Zeit gebraucht wird. Mhm. Und wenn wir dann zusammenkommen in diesem neuen Wir, dann entsteht ein Muster, ein Lichtmuster, was viel Größeres, mit dem wir ganz viele Tore öffnen können, sage ich mal, in eine neue Zeit und in eine neue Qualität. Und da bist du auch so eine Botschafterin dieser neuen Zeit. Ja. Wir sind mittendrin in der Wendezeit. Sagen wir mal, wo stehen wir? Haben wir noch heftige Krisen zu überwinden? Oder ist da schon vieles passiert aus deiner Sicht? Also ich nehme da so das Zitat von Eckhart Tolle, das gefällt mir zurzeit wunderbar. Er sagt, das Neue ist schon da, das Alte macht viel Lärm beim Sterben. So sehe ich das auch. Ja. Das Neue ist schon längst am Werden und vieles Alte, was jetzt einfach nicht mehr up-to-date ist, das wird sich wandeln. Also wie gesagt, alles wandelt sich. Ja. Der Weg der Meisterschaft ist die Wandlung und nicht die Verneinung. Und von daher wird sich vieles Neues tun. Wir sind natürlich mit 54 sind wir ins Aquarius-Zeitalter eingelaufen. Ja, ab da kam auch ein ganz neuer Impuls in die ganze Menschheitsgeschichte. Und mit 2012, das ist noch gar nicht so lange her, sind wir quasi wirklich in eine neue Zeit eingelaufen. Nicht nur auf unserer Erdumlaufbahn, sondern auch kosmisch. Mhm. Und das heißt, jetzt kommen ganz neue Strömungen hier runter auf die Erde. Und wenn wir es mal so sehen, wir sind im 7. Jahr der neuen Zeit, also noch relativ am Anfang. Ja, und das 7. Jahr der neuen Zeit, wenn wir das übertragen, sind wir in den kosmischen Rauhnächten. Das heißt, da ist noch ganz viel Altes, was am Wirken ist, aber Neues, was schon am Kommen ist, was wir überall in der Welt sehen. Mhm. Und gerade auch in der Jugend bemerken, ja, weil sie schon einen ganz anderen Impuls mit reinbringen. Und dieses Jahr mit 2019 sind wir so einen Tag vor Silvester, sag ich mal. Mit 2020 treten wir dann in die neue Zeit ein. Yeah, genau, das können wir richtig feiern. Ja. Das sind so 18, 19, 20 sind noch so Wandlungsjahre. Und dann wird das Neue immer mehr an Fahrt aufnehmen. Das ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Und Krisen, mein Gott, es gab immer Krisen, es gab immer Herausforderungen. Sie sind dazu da zu wachsen, sie sind dazu da zu prüfen, wo stehen wir als Einzelner, wo stehen wir als Menschheit. Ich sehe sie als Prüfung und als Wegweiser für das, was wir schon in uns entwickelt haben. Und ich sage immer, an jeder Unglücksstelle sind auch, sage ich mal, hochentwickelte Wesen, die sofort anfangen, diese Wunde zu schließen. Also es ist immer alles am Ort vorhanden. Mhm. Ich erinnere mich noch 92, da war ich in Los Angeles, da waren diese riesen Erdbeben dort. Und ich war zu dieser Zeit dort und ich habe davon zum Beispiel gar nicht so viel mitbekommen. Ich war in so einem guten Modus und ich habe die Leute rumgefahren, ich habe geholfen. Und ich denke immer, wir sind dort, wo wir sind, richtig, ob Krise oder auch gute Zeiten. Auf der Erde gibt es immer Wege, die sind Herausforderungen und Wege, die sind Geschenk. Mhm. Und das gehört einfach zur Balance und zum Weg des Herzens dazu. Schön. Fühlt sich richtig an, auch für mich. Trotzdem gibt es ja viele Menschen, die da sehr skeptisch sind und auch Ängste haben, gerade in Deutschland, wo natürlich vieles auch kritisch gesehen wird. Manche sagen, wenn wir weiter so machen, überlebt es die Erde nicht und das Wirtschaftssystem wird auch zusammenkrachen. Wie kannst du diesen Menschen, was kannst du diesen Menschen sagen, dass man da ein bisschen mehr Mut findet? Also ja, ich denke einfach, wir müssen den Blick verändern. Wir dürfen einen neuen Blick einnehmen. Bisher schauten wir immer auf die Materie. Mhm. Aber wenn wir auf die Materie schauen, auf diesen Tisch, auf diesen Stuhl, auf diese Form, schauen wir auf das, was schon da ist, was schon geschaffen wurde, was schon kreiert wurde. Wir schauen eigentlich in die Vergangenheit. In die Vergangenheit, ja, das stimmt. Ja, und wenn wir uns ausrichten auf das, was wir wirklich sind, nämlich in erster Linie geistige Wesen, die für eine gewisse Zeit eine menschliche Erfahrung machen und uns zuerst auf unser Geist schauen, auf unsere Schöpfung, auf das, was wir mitgebracht haben,
dann fangen wir an zu kreieren, dann fangen wir an, Schöpfer zu werden und die Wirklichkeit zu verändern. Und dann kreieren wir das Neue. Aber solange wir an dem festhalten, an dem Tisch, der muss so bleiben, wird natürlich die Welt so aussehen, wie du es eben beschrieben hast. Wenn ich aber von einer anderen Ebene gehe, weiß ich, das ist schon geschaffen. Da muss ich gar nichts mehr machen. Ja, ich habe eine andere Vision, ich habe was mitgebracht, ich habe eine Vorstellung, einen Traum und den bringe ich hierher aus der höchsten Ebene. Und dann fange ich an, die Leute anzuziehen, die mit mir den gleichen Traum träumen und dann fangen wir an, das Neue zu kreieren und das ist einfach der Weg. Toll. Ja, und nur so geht's ja. So. Alles ist ja Evolution im Leben und die Evolution des Bewusstseins eben auch. Also deswegen glaube ich auch daran, dass es natürlich gut weitergeht. Ja, und du siehst es eben einfach nochmal aus einer anderen Perspektive, weil du auch die geistigen Ebenen siehst, wo eben, wenn wir das Bild nehmen, ja schon sehr viel fortgeschrittener diese Evolution stattgefunden hat. Da ich das nicht sehe und das mich wirklich interessiert, erzähl doch nochmal, wie ist diese Wahrnehmung und welche Ebenen kannst du wahrnehmen? Und vielleicht auch an ein Beispiel, kannst du Naturwesen wahrnehmen? Wie äußern sich die, dass das ein bisschen lebendiger wird für uns? Naja, ich würde es mal so sagen, ich fange mal an von den Anfängen. Gerne. Leben ist Evolution, wir kommen aus der Einheit. Wir sind tief in die Trennung gegangen und wir gehen in die Multidimensionalität. Wir gehen nicht in die Einheit zurück, sondern in ein multidimensionales Liebesbewusstsein, also in was ganz Neues, was noch nie da gewesen ist. Weil Evolution bedeutet immer auch Entwicklung. Ja, ja, wir zu schließen etwas hin, nicht was einen wir uns Kreis, nicht sondern vorstellen wir gehen können, einfach können in was ganz Neues hinein, ja. Eben in diese Multidimensionalität. Und wir gehen eigentlich in die Blume des Lebens, wenn ich es geometrisch ausdrücken dürfte, ja, in ein ganz neues Einheitsfeld. Und das ist natürlich wunderbar, weil wir alle Schritte machen jetzt, die noch nie da gewesen sind. Und weil auch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, immer stärker und immer mehr werden. Ja, wenn wir uns sehen als ein vollständiger Kreis, ich beschreibe es jetzt mal wieder so ein bisschen geometrisch. Sehr gerne, ja. Blume des Lebens ist ja ein uraltes Symbol, das aber erst in den 90er Jahren wieder neu entdeckt wurde. Genau. Und das haben wir, glaube ich, auch hier irgendwo. Flower of Life, das genau. Ist eigentlich das der Grundbauplan, das ist der Same des Lebens. Flower of Life, das ist quasi die Lebensblume, die jetzt überall kommt. Und das ist im Grunde genommen, wenn wir es uns betrachten, ist das der Grundbauplan der Schöpfung, aus dem alle materielle Form entsteht. Und sie hat ja meistens so zwei Kreise. Und wenn wir sie ausdehnen in die Unendlichkeit, was sie ja kann, dann haben wir das Quantenfeld. Und in diesem Quantenfeld ist schon alles vorhanden. Es gibt auch keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, denn alles ist eins. Und wenn wir wirklich tief in unserer Seele forschen, kennen wir auch ganz andere Formen von sauberer Energie. Wir kennen ganz andere Formen des Miteinanders. Wir kennen ganz andere Formen des Ursprungs, weil sie in unsere Seele eingeschrieben sind. Und wenn wir dann von diesen Formen aus auf dieses momentane Erleben schauen, dann fragen wir uns, wie kann das sein, dass Blechbüchsen über einen Weg rollen mit einer geringen Geschwindigkeit und durch Explosion Gestank erzeugen, um sich dadurch vorwärts zu bewegen. Wir alle kennen ganz andere Fortbewegungsmittel und ganz andere Fortbewegungsarten. Dann könnte man sich auch fragen, sind wir hier vielleicht gar nicht in der Zukunft, sondern sind wir da, um das Neue zu bringen und das Ganze zu revolutionieren oder auf einen neuen Level zu heben. Ja. Und wo kommt dieses innere Wissen her? Aus geistigen Ebenen oder vielleicht aus anderen Inkarnationen schon, wo wir das schon hatten in uns? Ich glaube, es liegt in unseren Ursprung, in unserer Essenz. Ja, wir haben dieses Paradiesische, diese Urform, dieses reine Licht, jeder von uns in anderer Weise in sich. Und wir haben einen Zugang zu diesen paradiesischen oder auch höheren Ebenen, in denen alles schon in Licht geschrieben steht. Und wir können quasi diese Ebenen hierher kanalisieren, so würde ich es mal sagen, über verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Und ich glaube, jeder hat diesen Zugang zum Paradies. Ich habe das gemerkt, als wir das Buch über Lemurien geschrieben haben, ein Buch, wo die Erde noch in einem sehr paradiesischen Zustand war, im Einklang mit dem Kosmos. Dann haben wir also uns beschäftigt mit Atlantis, dann mit Ägypten, mit den verschiedenen Zeitepochen. Und wir stellen fest, da waren ganz viele Stufen, ganz viele Geschehnisse, ja, die wirklich auch in die Trennung geführt haben, was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir ein individuelles Bewusstsein entwickelt haben. Ja, die Erfahrung wollte gemacht werden. Ne? Und jetzt kommt dieser Moment, wo wir anfangen, dieses individuelle Bewusstsein wieder in einem neuen Wir zusammenzufügen. Ja, und dadurch entsteht ein ganz neues Feld. Und wenn wir davon ausgehen, ich habe mich jetzt gerade mit der heiligen Geometrie nochmal beschäftigt in der Natur,
Es ist faszinierend, weil sie ist einerseits so nüchtern, so logisch nachvollziehbar und gleichzeitig doch so mystisch und göttlich und verbindend in allumfassend. Ich wollte eigentlich nur so ein dünnes Büchlein schreiben, aber ich kam dann zu der Entstehung der Erde, zu den Anfängen unserer Erde, Wasserstoff mit zwei gegenläufigen Molekülen, ja, männlich, weiblich und dann das nächste Helium, dann zum Kohlenstoff, der Grundlage alles Lebens ist, der Diamant, der erste Stein des Schöpfungszyklus ist. Und zu solchen ganz einfachen Geschichten, wenn man bedenkt, dass jede Materie Kohlenstoff ist, ja, und der Kohlenstoff in der Medizin überhaupt nicht beachtet wird, obwohl das die Grundlage der Materie ist, ja, dann fragt man sich auch, ja, gehen wir zur Grundlage. Kohlenstoff hat die Eigenschaft, sich mit allem zu verbinden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Kohlenstoff des ersten Schöpfungszyklus nehmen, nämlich den Diamanten, ja, dann erkennen wir das Licht in der Form. Und da gehen wir ja wieder hin. Ja? Und wir können mit so ganz einfachen Sachen wie zum Beispiel Wasser, Kristall, Diamant unsere Kohlenstoffe erinnern an ihr innerstes Licht. Ja, und dadurch wirklich alles durchleuchten, durchdringen und in ganz andere Ebenen vordringen. Also da waren so viele Erkenntnisse drin. Ja, und die Frage, woher kommen wir? Woher kommt die Natur? Wie waren die Anfänge? Das ist natürlich super spannend. Und ich bin drauf gekommen, das haben wir auch damals in der Strahlenlehre gelernt, in der ich ausgebildet wurde in der USA. So die sieben Strahlen, ne, kommen auch aus. Das ist noch mal viel umfassender. Und zwar wurde da gesagt, damals habe ich das zwar aufgenommen, aber jetzt kommt jetzt das Ganze noch mehr ins Bewusstsein. Es gibt drei Evolutionslinien, die sich zusammengeschlossen haben, um diese Erfahrung zu kreieren. Das eine sind die Elementarreiche. Ja, aber auch die kommen aus dem All. Die waren nicht von Anfang an da. Und das andere ist die Evolutionslinie der Engel. Und das dritte ist die Evolutionslinie der Sterngeborenen oder der Starseed. Und diese drei Evolutionslinien haben sich zusammengeschlossen, um diese wunderbare Erfahrung in der Form zu kreieren. Also sie gehören zusammen. Ja, und wir als Mensch in der Geometrie sind verbunden mit den Elementarreichen, logischerweise, weil unser Körper ist ein Naturwesen. Ja, wir sind verbunden mit den Engelreichen, weil wir haben natürlich auch was sehr Kosmisches, Freies, der Freigeist, der sich überall hin bewegen kann. Und wir haben noch Potenzial in uns, das wir uns nicht erklären können. Ja, und das kommt vielleicht sogar auch von ganz anderen Sternensystemen. Also wir sind wirklich universelle Wesen. Und als solche, wenn wir uns das bewusst machen, haben wir Zugang zu einem unglaublichen Potenzial. Und die Absprache war, alles, dass diese drei Linien zusammenkommen, um eine neue Erfahrung zu kreieren für alle Linien. Ja, und wir haben lange Zeit den Körper oder die körperliche Erfahrung entweder ausgebeutet oder genutzt. Ne? Aber letztendlich für unseren freien Geist war das oft eine große Herausforderung, in so einem Körper zu stecken, weil ein Teil von uns so ewig und frei ist. Und wenn wir jetzt die erste Struktur anschauen, das finde ich super spannend, das ist der Kristall. Und wenn wir uns den Kristall anschauen, Wasserstoffkristalle, ne, Kristalle in allem, dann steckt in Kristall Christ überall. Kristalline Struktur ist die erste Struktur der Form. Wie in allem Licht, so in aller Form. Die erste Form war kristallin, Christ überall. Und wenn wir uns dieses Christusbewusstsein anschauen, dann tragen wir dieses in uns. Und was ist das Christliche? Es ist die Form der Erlösung. Das heißt, wir tragen die Erlösung in uns. Das heißt, wir können alles erlösen, befreien und wieder zurückführen in den Ursprung, wenn wir uns unseres Lichtes oder des Lichtes bewusst werden. Ja, das ist super spannend, die heilige Geometrie, wo sie einen hinführt. Und wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten, die wir aus früheren Inkarnationszyklen mitgebracht haben, im Moment sind ja unglaublich viele hohe Meister inkarniert, Menschen, die schon viele Jahrtausende hier auf der Erde weilten und sich Talente angeeignet haben und Fähigkeiten, ja, die sie jetzt hier zum Ausdruck bringen. Wir können natürlich den Körper nutzen, um diese Talente hier volle Kanne zu leben und dadurch auch der Welt was zu schenken. Aber wir können auch anfangen, wirklich unser Sein zu durchlichten und nochmal ganz neue Erfahrungen machen, die weit darüber hinausgehen. Und zwar in unserem physischen Sein. Ja, dieser physische Körper ist eigentlich die Samenkapsel für das Erwachen. Wir sprechen ja vom Aufstieg, wir sprechen von Evolution, wir sprechen von neuen Seinsebenen.
Und wenn wir uns bewusst machen, dass dieser Körper, der ist in so einer perfekten Geometrie aufgebaut, nämlich im Venusstern. Ja, und die Vorfahren waren genau in dem gleichen, in der gleichen Form aufgebaut, die Kinder, die kommen, sind in der gleichen Form aufgebaut. Wir stellen uns, was stellen wir uns vor unter Aufstieg? Gehen wir irgendwo hin? Was passiert mit uns? Aber wenn wir genau überlegen, logisch, so wie in einem Eichensamen der Eichebaum steckt, so steckt in unserem Körper auch die nächste Dimension. Und wenn wir überlegen, dass wir in jeder Zelle 2 Meter lange Kabel haben, sprich 200 Milliarden Kilometer Kabel, ja, die noch nicht erforscht sind. Die DNA, sind. Ne? Die DNA, ja. Genau. Und jetzt stell dir vor, diese DNA öffnet sich 2 Meter nach da, 2 Meter nach da, 2 Meter nach da und 2 Meter nach da. Und sie verbindet sich mit unserer höheren geistigen Form, sprich mit dem hohen Selbst. Ja, und dann können die Zellen anfangen zu schwingen, können wir in die nächste Dimension gehen oder in der nächsten Dimension sein, aber komplett hier sein. Mhm. Aber nicht mehr so sichtbar für die anderen, weil wir viel schneller schwingen und viel heller schwingen, sodass wir uns quasi hier fast auflösen, obwohl wir noch komplett da sind. Und es gibt ja viele Meister wie Saint-Germain und Babaji, die sich immer wieder materialisieren und dematerialisieren. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich, Autobiografie eines Yogis war eins meiner Lieblingsbücher. Wunderbar. Ich glaube, das habe ich so mit, toll. Ich glaub, ja. mit 12, 13 gelesen. Das war so meine Bibel. Und da gab es einen Yogi, über den musste ich mich immer so kaputt lachen, der lief immer nackt rum. Mhm. Und das war für Indien natürlich nicht so gerade das Beste. Und haben sie ihn immer eingesperrt. Und eine halbe Stunde später saß er wieder oben auf dem Dach. Okay. Ja, also weil die viele Yogis haben ja diese Fähigkeiten, die sich ja entwickeln, wenn wir unsere Seele entwickeln, wenn wir uns anfangen zu durchlichten. Leben uns was vor. Leben uns was vor. Das geschieht dann von alleine. Aber das, was dort geschrieben steht, ist eben in jedem Menschen veranlagt. Und viele Meister, ich habe mich ja sehr mit den Meistern beschäftigt. Ich habe, glaube ich, im deutschsprachigen Raum eines der ersten umfangreichen Meisterbücher rausgebracht. Die Gegenwart der Meister, die lichte Kraft der Engel, im Reich der Naturgeister, die kamen 2000 hier raus. Und die Meisterlehren waren für mich immer auch Vorbild, weil in ihnen steckt unser Potenzial, steckt unsere Fähigkeiten. Das sind die großen Brüder und Schwestern, sage ich mal, die uns vorausgegangen sind. Und derer gibt es Hunderttausende, viele, die wir auch gar nicht kennen. Mhm. Und das ist ja noch gar nicht so neu. Also ich war eine Weile großer Fan der Theosophie und die haben ja schon um 1900 herum genau davon auch gesprochen. Blavatsky hat das ja immer, ist auch diesen Menschen begegnet, diesen aufgestiegenen Meistern, die sich damals auch materialisiert hatten. Irgendwann haben sie gesagt, wir materialisieren uns jetzt nicht mehr so offensichtlich, weil diese Art von Beweisführung bringt den Menschen nichts, sondern der Kontakt über das Geistige ist viel sinnvoller, wurde mal gesagt irgendwann. Ja, aber sie materialisieren sich doch wieder. Möglicherweise. Ja, ich bin ja auf den Spuren von Blavatsky gewandert. Ich war in Madras in der Theosophischen Gesellschaft. Ich war in New York. Also Blavatsky war auch einer, die verschleierte Isis, war auch einer meiner Wege. Und ich habe auch in der Strahlen- und Engellehre, Meisterlehre gelernt. Und das war für mich ein Nachhausekommen. Für mich auch, als ich es gelesen habe, ein hochkomplexes Werk. Ich habe alles sofort verstanden, so nach dem Motto, habe ich früher schon mal mit zu tun gehabt. Also, ja. Und ich habe, wie gesagt, ich habe verschiedene Wege hinter mir. Das erste, was mich gerufen hat mit 11 Jahren oder 12, war Christus, interessanterweise. Das war so, erschien mir in den Träumen und ich hatte ganz starke Sehnsucht nach diesem Licht und sagte, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Heute mit Christ überall habe ich einen anderen Zugang wieder dazu. Und bin aber auch innerhalb der Religion immer an Grenzen gestoßen, menschengemachte Grenzen, wo ich gesagt habe, das passt nicht so ganz überein, da ist was nicht stimmig, da ist was weggelassen worden. Es fühlte sich nicht befreiend an, sondern in den meisten Fällen sehr stark einschränkend und auch beängstigend. Auch gerade diese Höllenvorstellung, ne, wenn man wirklich liest. Richtig. Und da steht, Gott erschuf Himmel und Erde. Da steht nicht, Gott erschuf Himmel und Hölle. Ja. Und da frage ich mich, wir dürfen wieder zu Himmel und Erde zurückkehren. Ja? Und da waren einfach viele Grenzen, die ich nicht akzeptieren konnte. Und wo ich, glaube ich, auch nicht gerade der leichteste Schüler für meine Lehrer war damals, weil ich ihnen Löcher in den Bauch gefragt habe. Und es hat mich nicht befriedigt. Ich bin dann weitergegangen und habe eine alchemistische Ausbildung gemacht. Das fand ich sehr interessant mit den kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Das Kybalion haben wir studiert und haben wir auch tagelang meditiert. Ich fand auch gerade das Meditieren und das sich dem westlichen Weg öffnen, war für mich ein großer Schlüssel,
um nach innen einzukehren in die heilige Kammer und in das eigene Licht, das einen dann an die Hand nimmt und führt. Schön zu der gesagt. Richtigen Zeit, ja. an den richtigen Ort, mit den ja. richtigen Menschen sich zusammenzutun, ja, und eben dieses Neue zu kreieren. Mhm. Toll. Wow. Ich atme erstmal aus und freue mich drüber. Ich kann noch was sagen zu den Meisterlehren. Ja. Ich kam dann nach Amerika und bin dort aufgenommen worden in einer Gemeinschaft, auch mit Joshua David Stone, in der auch einer der... Auch viele war aufgeschriebene Meister. Genau, und so viele aber auch diese eigene Erfahrung, die man machen konnte. Und ich erinnere mich an eine Erfahrung, die hat mein Leben entscheidend verändert. Und zwar... kam Zananda durch, also diese, so eine sehr hohe Schwingung. Es war sehr, sehr, also wir haben immer erst eine Stunde lang mit dem violetten Feuer gearbeitet. Wir haben alle Chakren gereinigt, die Energiefelder gereinigt. Puh. Und irgendwann war man schon am Schweben, wie du dir sicher vorstellen kannst. Und dann fing erst die Channel an zu sprechen. Und es war teilweise es war wie ein Riesenlicht in diesem Raum. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe es in Deutschland nicht mehr in dieser Form gefunden. Und es zog mich in das Licht und ich hatte das Gefühl, ich verbrenne in diesem Licht. Und danach habe ich 1-2 Wochen weder essen brauchen noch schlafen brauchen. Ich war wie dauerverliebt, also 10-mal stärker wie verliebt sein. Man braucht einfach nur Licht und Liebe, mehr nicht. Ich bin geschwebt und habe gedacht, das kann jetzt aber nicht sein. Ich muss langsam mal wieder essen, ich müsste mal wieder schlafen. Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass wir wirklich in erster Linie geistig sind. Sie haben mich dann an die Hand genommen, sanft wieder abgesetzt, weil ich auch gemerkt habe, das kann nicht so weitergehen. Aber ich habe auch gemerkt, wenn diese Schwingungserhöhungen kommen, passieren viele Dinge von alleine. Mhm. Und ich hatte halt auch immer anfangs diese Sehnsucht nach diesen Lichtwelten, wie wahrscheinlich viele von uns, weil wir diesen Impuls in uns tragen. Mhm. Und da war der schamanische Weg für mich sehr wichtig. Ja. Ich bin anschließend auf den schamanischen Weg gegangen. Dort hatte ich eine Visionssuche. Ich musste ein paar Tage in Amerika draußen verbringen, auf einem Feld, wo ich dachte, ich sterbe 100.000 Tode. Immer wieder kamen die Ängste, nachts Gewitter und morgens wachte ich auf und dachte, mein Gott, du bist immer noch da. Mhm. Und da kam dann die Erkenntnis, ich bin hier, weil ich hier sein will. Und ich habe die lebendige Erde entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ein Stein lebendig ist, dass die Pflanze lebt. Ich habe plötzlich diese innere Erde gesehen, die genauso mit diesem Lebensimpuls durchdrungen ist, wie alles Leben überhaupt. Und das war sehr wichtig für mich. Und dann haben die Engelmeister gesagt, okay, jetzt willst du nicht mehr weg. Jetzt willst du hier sein. Jetzt können wir mit dir arbeiten. Ah. Weil viele von uns wenden sich an das Engelreich und auch um sich hier so ein Stück wegzu... Bisschen so Flucht und da ist es viel schöner und so. Ja, und das genau. kann nicht sein. Man genau, muss sondern es sein. Geht darum, alles zu durchlichten, zu durchwirken und wirklich auch durch die Form in das Licht zu schauen. Mhm. Und auch da die heilige Geometrie, eine Offenbarung, wenn wir uns das Atom anschauen. Das Atom hat männlich, weiblich und göttlich-kindlich. Es hat das Elektron, das Proton und das Neutron im Innersten. Mhm. Ja, es hat immer drei Ströme. Und diese drei Ströme sind in der gesamten Schöpfung. Die sind sowohl im höchsten Licht, wie auch auf der Erde, wie in jedem Atom. Mhm. Und oft wird nur von den Zweien gesprochen und es bleibt dual, ne? So wie Geist und Materie. Aber das Dritte ist das Kind, das Dritte das ist das kind. Verbindende und genau. das Weiterführende. Die Dreifaltigkeit. Ja. Und das finde ich interessant, weil auch wenn man sich so, wir waren ja auch viel in Ägypten unterwegs, in den Mysterienschulen, ja. In Ägypten fühle ich mich einfach zu Hause, wenn wir da entlang gehen, auch in die Tempel, weil da ist so eine Offenbarung drin. Da ist alles irgendwie noch in Licht geschrieben und auch so ein Stück weit in die Felder graviert, sodass, wenn man eintritt, man eben einfach diese Downloads bekommt oder diese Impulse. Ne? Ja, so, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Da hatte ich diese hohen Eingebungen, diese Dreieinheit ist in allem. Ja? Weil auch wir Menschen, wir haben eine weibliche Seite, wir haben eine männliche Seite. Und in unserem Herzen kommen männlich und weiblich im göttlich-kindlichen zusammen. Und wenn wir jetzt das Atom anschauen und auch die Urform, dann haben wir das männliche Prinzip als Elektron. Und im Innersten haben wir Proton und Neutron. Das ist dann immer so Maria mit dem Kind. Mhm. Aber eigentlich müsste es ein Mädchen und ein Junge sein. Aber da die Frau das Mädchen schon enthält, aber Jungs auch Leben schenkt, hat man das Männliche mit dazugenommen, um einfach das Ganze umfassend darzustellen. Aber diese drei Ströme sind in allem Leben und in allem Leben einfach und in jedem von uns.
Und es ist so wichtig, dass wir diese drei Ströme in uns balancieren und auch aufhören, in Hierarchien zu denken. Ja. Ich hatte neulich, habe ich den Venusstern aufgebaut. Ich mache sehr viele Übungen in der heiligen Geometrie, weil die Geometrie alle Felder miteinander verbindet, harmonisch von den Elementarreichen über die Menschenreiche in die höheren Ebenen bis in die höchsten Dimensionen ist alles über die heilige Geometrie verbunden. Und wenn wir uns in ihr ausrichten, synchronisieren wir uns mit ganz vielen Ebenen und Dimensionen gleichzeitig und dann setzt sowas wie ein Flow ein. Mhm. Ja, weil die Geometriefelder, die findet man von der Blume bis in die höchsten Lichtebenen. Und so ist es auch wichtig, dass wir anfangen, jetzt ganz neu zu denken, also Dinge neu zu benennen, uns neu zu betrachten. Zum Beispiel hatten wir ja immer das hohe Selbst, das mittlere Selbst und das untere Selbst. Wir hatten immer den Körper, Geist und Seele und dem Körper haben wir immer eine sehr niedrige Stellung beigemessen. Ja, ja, weil er eben fast allen spirituellen Traditionen. Ja, aber wenn wir das sehen, dass wir über den Körper mit den Elementarreichen verbunden sind und Zugang haben zu einem unglaublich großen Wissensfeld, ja, und wirklich jetzt aus diesem hierarchischen Denken rausgehen, das heißt aus dem Kopf in das Herz. Mhm. Das ist der erste Weg, weil das Herz ist immer das Zentrum. Hier leuchtet die Flamme. Mhm. Ja, hier im Geiste natürlich, wir haben Feuer, Flamme, Licht. Also wir haben verschiedene Lichtstufen, aber hier leuchtet die Flamme, die alles verbindet. Das ist das Zentrum. Und man spricht immer vom mittleren Weg und die Mitte ist das Herz. Und jetzt stell dir vor, du nimmst das Unterbewusstsein und drehst es in deine linke Seite und du nimmst den Geist und beugst den Geist in dein Herz. Mhm. Ja, dann kommst du plötzlich in ein ganz anderes Gefühl. Du hast plötzlich den Zugang zu dem gesamten Potenzial über das Herz. Mhm. Ja, und kannst den Weg aus dem Herzen gehen. Du hast das ganze Potenzial deines Unterbewusstseins und das ganze Potenzial deines Geistes im Herzen. Mhm. Denn der Geist ist grenzenlos und frei, aber ein Geist gelebt ohne Liebe kann sehr viel Kälte bedeuten. Und wir haben ja zum Beispiel in unserer Tradition das Christuskind mit der Krippe und die heiligen drei Könige, die ja das höchste geistige Licht symbolisieren. Aber in letzter Weise, den letzten Weg, müssen sie die Krone abnehmen und ihren Geist in die Liebe beugen. Und von den Hirten werden sie zur Krippe geführt, von den guten Kräften des Herzens. Mhm, ja, und so darf auch der Geist sich in die Liebe beugen, in das Herz hineinbeugen, um diesen letzten Weg in die Einheit zu finden. Weil die Einheit ist genau hier. Ja, und das ist einfach sehr wichtig, dass wir hier auch aus diesem hierarchischen Denken kommen, wieder in die Balance. Ich habe festgestellt, jetzt im Venusjahr, der Weg der Liebe und der Weg der Venus ist immer Balance, ja, Ausgewogenheit. Und da, wo Disbalancen sind, zeigt uns die Venus ganz genau, hier bist du nicht balanciert, hast du zu wenig hingeschaut und dann kriegen wir unsere Lektionen. Mhm. Ja. Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps für Menschen, die, sagen wir mal, jetzt überhaupt noch nicht so angebunden sind und sich eher eine Angebundenheit wünschen an dieses große, ganze, positive Feld, also Menschen, die mitten im Alltag sind und vielleicht denken, da ich habe überhaupt keine Zeit und so. Vielleicht ein, zwei Tipps oder Hilfen? Ja, ich sage mal, die Wahrheit ist einfach, klar und schön. Wahr. Also das, ja, an der so Einfachheit und ja, an der Umsetzbarkeit erkennt man die Wahrheit. Genau. Und ist auch schön, finde ich. Hat ja immer auch was Schönes. Und so die heilige Geometrie in Aktion ist einfach. Also wir können uns ganz schnell über die Geometrie verbinden. Die erste Frage ist immer, wo befinde ich mich gerade in meinem Körper? Mhm. Und viele von uns sind im Kopf. Ja. Und der Kopf ist einfach hat die Angewohnheit zu sortieren, zu grübeln, zu denken, zu werten, zu beurteilen. Ja? Und das Wichtigste ist, dass wir lernen, vom Kopf wirklich in das Herz zu kommen. Mhm. Das ist der erste Weg. Aber noch weiter in unseren Körper hinein, sprich in den Bauch. Mhm. So das Hara-Zentrum. Genau, das Hara-Zentrum. Mhm. Weil wenn wir im Bauch sind, sind wir ganz da. Dann sind wir wirklich da. Dann sind wir wirklich da und dann kriegen wir auch die Sachen mit, die unbewusst gespeichert sind, die vielleicht auch noch blockieren, das eine oder andere. Von diesem Zentrum geht auch oft das Muster aus, das wir abgespeichert haben, weil der Körper speichert. Mhm. Und es geht auch darum, diese Muster
zu erkennen, bewusst zu löschen und auch neue Eingaben zu machen. Das ist so wichtig. Absolut. Weil das ist eine innere Arbeit, die auch Mut erfordert. Ja, ja. Aber ich finde es auch total, das finde ich total stimmig, weil es gibt manche spirituelle Lehren, die sagen, im Herzen zentrieren, alles wunderbar, aber wirklich da sind wir. Ich spüre das auch so, sind wir, wenn wir im Hara sind. Spüren wir den ganzen Körper und alle Emotionen, da sind wir viel mehr hier. Genau. Wird sofort meine Stimme sogar dunkler, wenn ich mich da mehr hineinspüre. Genau. Und deswegen ist auch so wichtig, eben diesen Punkt mehr ins Licht zu holen, wie ich sage, also das Unterbewusstsein ins Herz und den Geist mehr ins Herz beugen. Und dann haben wir eben diesen Gesamtzugang. Ja? Und dann können wir anfangen, A ist hier unten unser ganzes Potenzial, was in uns hineingelegt wurde, was vielleicht nie leben durfte. Ich meine, wir haben ja auch alle Anteile in uns, wo wir sagen, ich kenne das von mir auch, ich muss vertauscht worden sein. Ja, irgendwie gehöre ich hier nicht hin, das kann es doch nicht sein. Mhm. Das kennt, glaube ich, jeder so ein Stück weit von uns. Und das sind einfach Anteile von uns, die wir mitgebracht haben, die hier nicht gesehen werden konnten. Also so diese Fremdanteile oder wo man sich auch fremd fühlt. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir selber diese Anteile beginnen in uns anzunehmen, weil sie sind das, was uns besonders macht. Mhm. Und in diesen Anteilen liegt auch viel Potenzial, weil es wurde uns ganz viel, wurde uns von den höchsten Ebenen hier hineingelegt. Ja, wir bringen auch mit viele Dinge aus alten Inkarnationen. Wir haben Zugang zu Wissensfeldern. Ja, du hast ja diesen tollen Film gemacht, also den fand ich großartig. Und das ist ja auch alles da. Und das ist auch alles hier abgelegt. Und den Zugang zum Potenzial bekommen wir eben auch über das untere Feld, über unseren Speicher. Da kann das aufgehen. Und von daher, da ist viel Potenzial drin, aber es sind natürlich auch Muster und Speicher drin, nicht nur aus diesem Leben, die verhindern, dass wir dieses Potenzial nutzen können. Und das ist eben auch die Arbeit an uns selbst, dass wir beginnen, diese Speicher zu löschen, um an das Potenzial, was dahinter liegt, dranzukommen. Und ich meine, wenn wir in die Tradition kommen, man muss sich fragen, warum hat man eine Frau gefoltert, gequält, verurteilt, einen Vertrag gemacht? Weil man um die Ewigkeit der Seele wusste. Mhm. Ja, und wenn sowas in der Seele ist, also nicht nur Frauen, Männer genauso, jeder, der Wissen hatte oder auch die Wahrheit irgendwie kommunizieren wollte, lief in Gefahr, ja, geknebelt zu werden, sage ich mal, auf der seelischen Ebene. Und es ist so wichtig, dass wir diese jetzt auflösen, weil dahinter liegt viel, viel mehr. Mhm. Ja, und dass wir uns wieder trauen, die Wahrheit zu leben, die Liebe zu leben, die Klarheit zu leben und das Potenzial, was wirklich hier drin ist. Mhm. Und von daher sind wir eigentlich in einer Phase jetzt, in der wir unglaublich viel erlösen können. Und indem wir den Erlöser nicht mehr im Außen suchen, sondern wissen, der ist hier drin. Jeder von uns hat die Kraft, sich selbst zu erlösen und andere zu erinnern. Ja, und somit dieses Licht in allem wieder zu entfesseln und damit ganz neue Ebenen hier einzuleiten. Sehr schön, ja. Wie stark würdest du sagen, ist noch das kollektive Unbewusste hier in Deutschland sozusagen energetisiert durch den Zweiten Weltkrieg und nicht verarbeitete Traumata, die allmählich erst sich auflösen in der zweiten, dritten Generation? Was ist da so dein Bild, deine Erfahrung? Also was ich dazu sagen kann, dass ich mir am Anfang auch sehr schwer getan habe, hier in Deutschland zu sein. Mhm. Ich habe die Astrokardiographie gemacht, da wird quasi das Horoskop über die Welt gelegt und meine ganze Herzlinie geht durch den Pazifikraum. Ah, ja. Und immer wenn ich im Pazifik bin, ob es Hawaii ist, ob es Kanada, Vancouver oder Kalifornien oder Australien oder Neuseeland, da geht es mir einfach gut. Ja, von daher war mir das deutsche Feld auch sehr schwer und eben auch die Unfreundlichkeit hier oft hat meiner Seele zu schaffen gemacht, weil ich finde einfach ein freundlicher Umgang und ein freundliches Miteinander ist eine enorm hohe Lebensqualität. Und von daher habe ich mich auch gefragt, warum bin ich ausgerechnet nach Deutschland gekommen? Aber jetzt schauen wir doch mal so. Wir schauen mal von der Avatarseele, von der Ewigkeit hier runter. Ja, und Deutschland hat zwei Weltkriege hinter sich. Und der dritte Weltkrieg war über Nostradamus und ich weiß nicht wen angekündigt. Ja. Wenn du jetzt eine Seele bist, die Wissen hat, die Potenzial hat, die vielleicht nicht das erste Mal hier ist, wo gehst du hin? Mhm. Du gehst dorthin, wo der Frieden gesichert werden darf für die gesamte Welt. Also gehst du genau hier in den deutschsprachigen Raum, um einfach hier eine Friedenssäule aufzubauen, damit diese Prophezeiungen, die angekündigt wurden, sich nicht mehr erfüllen können, aber auch um alte Resonanzen, die im Feld sind,
vielleicht auch in die Heilung zu bringen. Ich finde, gerade in Deutschland leben viele Heiler im Moment, ist eine unheimlich stark aktive spirituelle Szene. Unglaublich viele auch Menschen mit großen Feinfühligkeiten, Menschen, die erwachen. Also ich begegne fast täglich Menschen. Das ist ja, wirklich unglaublich. Und das ist Deutschland, Schweiz, Österreich. Man sagt, das ist so das Herz von Europa oder das Herzzentrum. Man sagt immer, wenn diese drei Länder zusammenkommen, geschieht ganz viel Herzheilung für Europa. Und es kommen wirklich auch ganz viele hohe Seelen aus anderen Ländern, um hierher Heilung zu bringen, ja, weil sie wissen, dass von hier aus der Weltfrieden, aber auch der Weltkrieg stattfinden kann. Und deswegen braucht es hier einfach... Also ein Hotspot. Es ist ein Hotspot. Ja. Und gerade Berlin, ja, das ist also wirklich sehr spannend, wenn man das mal von einer übergeordneten Sicht betrachtet, egal was hier geschehen ist, wir können erlösen, wir können wandeln und wir können wirklich jetzt diese Felder wieder drehen oder umwandeln. Und dafür sind wir hier, egal was gewesen ist. Schön. Ich glaube, das muss gar nicht so lange dauern. Ja, es kommt immer auf die Ausrichtung an, von welchem Blickwinkel schaue ich dorthin. Ja, und auch übergeordnet war jetzt für die heilige Geometrie, gab es auch nochmal neue Erkenntnisse. Und zwar habe ich erst über Lemurien geschrieben, dann habe ich nach Atlantis geguckt und ich fand das sehr spannend. Die geistige Welt hat mir aufgetragen, ich soll eine Meditation machen zu Lemurien, zu Atlantis, dann zu dem Fall und dann in die heutige Zeit. Mhm. Und ich habe festgestellt, Lemurien, wenn wir dorthin gehen, da ist immer alles einfach paradiesisch. Da ist alles noch im Lichte, da strahlt alles, da ist alles mit allem verbunden. Und wenn wir dann nach Atlantis kommen, da gab es mehrere Epochen. Und es gab eine Epoche, da war die Technik und die Natur in einem vollkommenen Einklang. Und alles hat gedient. Das wäre doch eigentlich toll, wenn wir das wieder hinkriegen. Ja, und da waren einfach auch ganz andere Ebenen offen ins Universum. Da war wirklich eine Allverbundenheit da und hohe Fähigkeiten, die auch die Seelen gelebt haben. Und dann kam dieser Fall, dann kam dieser Missbrauch, wo quasi Technik gegen Natur eingesetzt wurde. Oder eben auch die Technik bzw. die Metallwesen wirklich sehr geknechtet wurden. Und das fand ich sehr interessant, weil wir erkennen einen Baum als Leben an, aber unser Handy nicht. Ja, wir sehen das Wesen in einem Baum, aber wir sehen nicht das Wesen in einem Metall. Manche schon vereinzelt. Meine frühere Freundin hat uns Auto übergetätschelt und so. Das ist genau, aber so kann es auch gehen. Wenn wir uns das anschauen, dieses Feld, das fand ich nämlich jetzt sehr spannend. Solange wir an dieser alten Wunde festhalten, die vielleicht in Atlantis passiert ist, kann sich dieses Wesen der Technik, ich habe mich dann sehr intensiv mit den Metallen beschäftigt, mit Gold, Silber, Bronze und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass diese Welten verbunden sind mit den Engelwelten. Ja, und dass der Fall der Engel mit den Metallen zu tun hat. Ja, und wenn wir anfangen, das zu erlösen, dann kann sich das auch in die nächste Dimension hineinentwickeln und alles kann wieder allem dienen. Wenn wir aber daran festhalten, in den Speichern, dann wird sich das wiederholen und wiederholen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder in seine Seele guckt, dass wir zurückgehen zu diesem Punkt mit dem Bewusstsein des Erlösens. Ja, und mit der Anbindung an die höheren Ebenen und Dimensionen und wirklich eine Vision kreieren, wie kann alles wieder im Einklang wirken. Also nicht so zu vertechnisieren und nicht zu sehr sich abhängig machen von der Technik bis hin zu Transhumanismus, sondern eigentlich genau im Gegenteil, die Materie durchlichten mit unserem Geist, ist mit dem die Botschaft. Geist durchlichten, aber auch erlauben, dass neue Technologien, dass man das, was jetzt gerade geschieht, als eine vorübergehende Phase betrachtet. Ja, und dass neue Technologien der freien Energie, die ja schon längst da sind, die es auch schon gab, alles schon da. Ja, dass die wirklich die Bühne der, die Welt, der Welt betreten können. Aber dazu dürfen wir unsere Angst loslassen. Die wir haben. Sind es, manche sagen, es ist die Angst, manche sagen, es sind böse Mächte, die das verhindern. Wieder andere sagen, es ist die Schwingung noch nicht so weit, dass wir überhaupt mit dieser Technik leben können, mit dieser freien Technik, freien Energie. Was ist da so dein Gefühl? Also mein Gefühl ist, dass wir eigentlich schon die gesamte heile Matrix da haben, ja, in den höheren Ebenen und dass wir mit dieser auch verbunden sind und dass wir sie kanalisieren können und dass wir viele Dinge erlösen können, Knotenpunkte, da wo es sitzt, da wo Speicher sind, ja, da müssen wir rein und in uns schauen, was macht das mit mir, was darf in die Erlösung gehen, wie kann ich dieses befreien und entknoten und vor allem, wie kann ich meine schöpferischen Kräfte nutzen, um eine ganz neue Vision zu kreieren, in dem alles wieder im Einklang
ist, weil das gab es schon mal. Auch das war schon da. Ja, auf eine neue Weise. Ja, vielleicht öffnen sich dann auch wieder nochmal ganz andere Felder, weil unser Blick erhebt sich ja jetzt ins Universum. Ja. Und vielleicht können dann einige von uns auch nach Hause gehen, sage ich. Oder wir kommen noch in Felder hinein, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber die Botschaft, die ich rausspüre, ist schon auch sozusagen eben nicht auch wieder diese falsch verstandene Esoterik, was dann eher so eine Flucht ist, ich will jetzt schon in diesen geistigen Sphären sein, sondern hier und jetzt an den Themen arbeiten, die noch nicht in der Liebe sind und diese umwandeln, oder? Genau, umwandeln, so? Ja, umwandeln und auch alles wieder annehmen, die Körperlichkeit, zu sagen, hier, dieser Körper ist heilig, der ist aufgebaut in der heiligen Geometrie. Ja, in diesem Körper ist alles, wir haben über unseren Körper Zugang zu dem gesamten Universum über das Herz. Ja, wir haben die weibliche Seite, die männliche Seite und wir können Heilenergien nur aufbauen, weil wir das magnetisch-elektrisch haben. Wir können Energiefelder aufbauen. Wenn wir uns lang genug konzentrieren, können wir zwischen unseren Händen Licht erzeugen. Ja, wir können, haben so viele Möglichkeiten in der Selbsterforschung. Und wenn wir den Venusstern betrachten, der kommt aus der Einheit, der geht in die tiefsten Stellen der Polarität. Männlich, weiblich, wie auch immer. Im Herzen kommt er in der Einheit zusammen, in dem göttlichen, kindlichen. Und dann geht es erstmal darum, sich selber zu durchlichten, sich selber zu erkennen. Und dann von diesen tiefen Selbsterkenntnissen, dieses aus dem Herzen zu teilen. Ja, es geht nicht mehr darum, wegzugehen von sich, sondern so wie ein Baum aus seinem Samen entsteht und alles im Zentrum schon veranlagt ist und sich alles von selber entfaltet, wenn wir im Zentrum ruhen, so wird sich auch das Neue aus dem Zentrum heraus entfalten. Und es ist so wichtig, dass wir zu uns kommen. Ja, deswegen finde ich auch die Meditation so heilsam. Wenn ich wieder ganz in der Stille in mir bin, entfaltet sich vieles wie von selbst. Ne? Ja, so, ja, und dann sieht man auch, plötzlich sieht man, wo man unterstützen kann. Ja. Man sieht die Impulse, die die Kinder haben. Also für mich war zum Beispiel eine ganz große Offenbarung die Vision meines Sohnes. Der hat mich eigentlich drauf gebracht. Mit Dunja und Mike waren wir in Ägypten und Dunja hat sich mit Sammy unterhalten. Schönen Gruß an dieser Stelle, liebe Freunde. Ja, und Sammy hat eine Welt kreiert, in der Technik und alles miteinander gewirkt hat. Und das war eine Offenbarung für mich, diese Geschichte von ihm. Und in der Jugend oder auch in uns steckt so viel Visionäres. Ja, und wenn wir wirklich dem mehr Nahrung geben, statt dem, was schon geschaffen ist, und es, da sind auch Zusammenschlüsse da. Ja, wenn wir das richtig vernetzen, dann kann was völlig Neues entstehen. Und auch meine Tochter hat gesagt, wir Jugend, unser Gehirn ist 16 Mal mehr abgedatet wie das von den Politikern. Ja, und warum sollen wir nicht mitreden? Also ja, auch da geschieht wirklich ein Wandel gerade, den man überall beobachten kann, wo wirklich auch die Jugend sagt, nein, neue Wege. Ja, und wir können sie unterstützen dabei. Ich glaube einfach, dass wir über dieses Visionäre, über die Anbindung, ja, dass wir zuerst geistige Wesen sind, die für eine gewisse Zeit eine menschliche Erfahrung machen, wirklich alles hierher holen können. Wir haben verschiedene Wege. Wir können einmal dieses ganze Potenzial wirklich herauspoltern und unseren Körper an den Anschlag bringen. Das ist kein Problem. Aber wir können auch anfangen, den Körper so zu durchlichten, dass wir insgesamt eine ganz neue Erfahrung machen können. Ja? Wie viele Meister vor uns. Für mich ist es auch wichtig, Visionen zu kreieren, die noch gar nicht da sind. Ich habe zum Beispiel auf meiner 100er-Liste, die würde ich jedem mal empfehlen, stehen, ich möchte singend und lachend mich vor den Menschen auflösen und in die nächste Dimension gehen. Wow. Ja, kann ich da vorher, sagst du vorher Bescheid, ich nehme es auf. Ja, genau. Apollonius von Tyana, viele kennen wir gar nicht, hat 20 nach Christi gelebt. Und er ist singend und lachend in den Tempel gegangen und hat sich einfach dematerialisiert, aufgelöst. Und habe ich gedacht, das, wenn er das kann, können wir das auch. Und wir dürfen ruhig anfangen, frei und neu zu denken. Ja, die Dinge neu zu kreieren und neu zu betrachten. Dazu sind wir in eine neue Zeit eingetreten. Und auch uns von alten Geschichten lösen, um sie neu zu verbinden. Weil sie sind von ihrem Urkontext, von ihrer Bildhaftigkeit, von dem, was in Licht graviert ist, richtig. Sie wurden bloß über die Zeit vielleicht anders verknüpft oder connected, ja, oder vielleicht auch mit dem Bewusstsein, das damals herrschte, bedacht. Ja, und wir dürfen wirklich diese Urbilder, dieses
ja, wie ein Atom aufgebaut ist, die Urstrukturen nehmen, ja, und dürfen sie neu, wie soll ich sagen, verbinden und einen ganz neuen Blick darauf werfen. Auch, also auch kreativ sein, mutig sein, visionär sein. Visionär sein, folgen, ja. Und die Menschen, die wirklich ihrem Herzen gefolgt sind, wie Nelson Mandela, den ich sehr liebe, ich war an seinem Ort, ja, der einfach gesagt hat, Apartheid gibt's nicht. Ja. Er hatte recht, ja. Und er hat einfach, nach 20 Jahren hätte er frei sein können, aber er hat gesagt, nö, wenn ich dann nicht mehr darüber sprechen darf, bin ich hier unfreier wie da. Er hat die Freiheit seiner Seele, seines Geistes, seines ewigen Wesens einfach erkannt. Wunderbar. Ja, und so gibt's einfach viele Menschen jetzt, die sich nicht mehr beirren lassen von dem, was im Außen geschieht und von all diesen, ja, und wir erkennen auch die manipulativen Strukturen, auch wenn wir noch nicht den Weg haben, sie komplett aufzulösen, aber wir können schon mal visualisieren, wir können schon mal reingehen, wir können Visionär sein, Pionier sein und wirklich jetzt was Neues kreieren. Wunderbar. Und jeder an seinen Platz auf seine Art und Weise. Und Lichtarbeit und können wir machen, wo immer wir sind. Eine neue Erde. Ja. Dankeschön. Liebe Jeanne, habe ich euch zu viel versprochen? Eine Fülle an Wissen. Vielen, vielen Dank. Ja, du bist auch so eine, für mich so eine Botschafterin der geistigen Welt. Viele Dinge, manches klingt ein bisschen wie Science Fiction und doch sagt einem das Herz, ja, das fühlt sich richtig an, es ist wunderbar. Und es ist vor allem unglaublich ermutigend. Und dafür vielen, vielen Dank. Du machst diese Arbeit ja schon seit Jahrzehnten. Ihr könnt in ihren wunderbaren Büchern viel lesen. Es gibt Kartensets und vieles mehr. Man kann dich auch selbst persönlich live erleben. Jeanne, ich danke dir. Alles Liebe. Schauen wir mal, was alles so geschieht in unserer wunderbaren Welt. Und seien wir ein Teil davon. Seid ein Teil davon. Ihr alle, jeder von euch ist ein einzigartiges göttliches Licht. Und jeder von euch kann die Welt verändern. Genau, da möchte ich noch mal einhaken, was? Thomas. Das ist ja noch nie passiert. Ich möchte auch dir danken. Ich meine, wir begleiten uns seit über 20 Jahren. Ja, wir konnten uns gegenseitig in der Entwicklung beobachten. Ja. Mit vielen, die mit uns gemeinsam auf dem Weg sind. Ich finde auch deine Arbeit sehr, sehr bereichernd. Große Pionierarbeit. Und ich merke auch einfach, wir gehen zusammen, aber jeder in seiner Schwingung. Und das ist einfach wunderbar. Und das ist wirklich so wichtig. Wir haben gelernt, uns selber wegzulassen. Aber jetzt wird Zeit, dass wir uns selber mit reinstellen. Ja. Ja, dass wir uns als Teil empfinden von dem Gesamten. Und dass wir uns selber auch mitversorgen. Das ist so wichtig. Mhm. Unser kleiner Sohn, darf ich gerade noch einhaken, weil das war so süß, da war er 3, da hat er Geschenke gekauft für die ganze Familie und er hat für sich selber auch eins gekauft. Mhm. Und an Weihnachten hat jeder von uns eins bekommen, er hatte selber auch eins. Und wir haben alle ausgepackt, cool. Wir hatten alle sich eins. Sich selbst nicht vergessen. Er hat sich selber nicht vergessen und das ist einfach so die Botschaft, vergesst euch selber nicht, stellt euch mit rein, jeder Einzelne hier hat eine besondere Information, hat eine besondere Schwingung. Und wenn wir zusammenkommen, können wir gemeinsam ein ganz neues Feld kreieren. Wunderbar. Aber das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Aloha. Jeanne, alles Gute. Bis bald.